Hallo ihr Lieben, es ist schon wieder eine ganze Woche vergangen. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine Trainingszusammenfassung von mir. Und wir starten wie immer mit dem Montag und wie immer mit halber Kniebeugen. Diese Woche auch wieder 8er Wiederholungen, aber mit 5 Kilo mehr als letzte Woche, also mit 97,5 Kilo. Und halber Kniebeugen auf so hohe Wiederholungen sind nicht das Angenehmste, aber es geht auf jeden Fall klar. Ich benutze ja jetzt die weichen Kniebandagen für diese Beuge und nach fühle ich mich auch wieder sicherer und etwas stabiler in denen. Und zum Glück haben wir jetzt die Frontkniebeugen rausgenommen und haben diese jetzt ersetzt durch Temposquats mit zusätzlicher Pause noch im Loch. Einfach um technisch schon mal ein bisschen dran zu arbeiten und zu schauen, dass ich einfach die ganze Zeit über Mittelfuß bleibe mit der Hantel. Aber auch, dass ich über die gesamte Bewegung die Kontrolle behalte und stabil bleibe. Das kann ich eben bei so einer Temposquat-Variante mit etwas reduziertem Gewicht ein bisschen besser üben als bei meinen Arbeitssätzen. Im Anschluss folgten dann noch ADLs in 3x10. Alle drei Sätze mit 80 Kilo. Ihr seht jetzt hier den letzten Satz. Und dieser Satz hat mich wahrscheinlich den Dienstag und den Mittwoch so ein bisschen gekostet, weil ich aufgrund dieser Übung, die ich wahrscheinlich ein bisschen zu stark angegangen bin, einfach so einen krassen Muskelkater im Beinbeuger oder in beiden Beinbeugern hatte, dass ich mir so ein bisschen die Mittwochskreuzhebeeinheit damit versaut habe. Am Dienstag ging es dann aber weiter mit Bankdrücken. Und das lief dann aber doch verhältnismäßig ganz gut. Und zwar habe ich in meinem Top-Set 65 Kilo für 6 Wiederholungen gedrückt und dann nach und nach das Gewicht etwas reduziert. Ich hatte insgesamt ein 5x6 auf dem Plan, also ja, ein relativ hohes Volumen, beziehungsweise das Volumen ist etwas gestiegen im Verhältnis zur letzten Woche. Führung und Positionierung hat mir an dem Tag eigentlich ziemlich gut gefallen, obwohl meine Beine etwas schlapp und schlaff waren. Dennoch konnte ich gut Spannung aufbauen und mit dem nötigen Leg Drive einfach noch ein bisschen das Ganze effizienter machen. Zusatzübungen an dem Tag waren dann sehr oberkörperdominant, zum Beispiel Klimmzüge, Dips und so weiter und so fort. Am Mittwoch ging es dann etwas erschöpft und zu einer ungewohnten Zeit für mich in die dritte Einheit. Und zwar war das mein zweiter Arbeitssatz hier mit 102,5 Kilo für 8 Wiederholungen. Ich hatte insgesamt ein 4x8, das heißt, hier hat sich das Volumen auch etwas erhöht im Vergleich zur letzten Woche. Und hier habe ich meinen Muskelkater in den Hamstrings deutlich gemerkt, weil ich in gar keine gute Position kam, weil ich meine Knie überhaupt nicht so weit beugen konnte, weil meine Beinbeuger wirklich richtig hart gezickt haben und meine Adduktoren bzw. mein rechter Adduktor, der so ein bisschen rumspinnt manchmal, auch nicht in bester Verfassung war. Das heißt, es war echt anstrengend an dem Tag. Danach gab es dann noch Close Grip Bankdrücken, 50 Kilo für 8er Wiederholungen mit einem RPE 8 hier. Und ich war dann echt ein bisschen platt und war dann auch froh, dass ich danach einen Tag Pause hatte. Und komischerweise reicht mir echt oft ein Tag Pause für eine ziemlich gute Regeneration. Das heißt, ich hatte am Freitag dann wieder die pausierten Lower-Kniebeugen und meine Beine haben sich wieder super frisch angefühlt. Also ich wäre niemals in der Lage gewesen, wahrscheinlich an dem Mittwoch davor eine Kniebeuge auch nur zu machen. Deswegen ist das echt gut, dass ich eine relativ gute Regenerationsfähigkeit habe. An dem Tag einmal ein Single pausiert, und zwar 127,5 Kilo. Das war mein Opener bei der DM. Ja, natürlich nicht pausiert. Hat sich alles sehr, sehr gut angefühlt und ich mag pausierte Kniebeugen wirklich sehr gerne, weil ich da einfach mehr Zeit habe, die Kniebeuge wirklich korrekt auszuführen. Ich bin zum Beispiel deutlich sauberer in der Exzentrik. Und ich kann einen viel besseren Stangenverlauf beibehalten. Das heißt, die Hantel bleibt immer auf Höhe meines Mittelfußes und es fühlt sich auch super kontrolliert an. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wo ich da so ende in ein paar Wochen und Monaten. Im Anschluss noch meine Lieblings-Bankdrück-Variationsübung, Spoto Press im 4x5 mit 65 Kilo. Und diese Variation hilft mir einfach sehr gut, kurz vor der Brust, wo ich gerne Spannung verliere beim Wettkampfbankdrücken, einfach die Spannung zu halten und mich genau auf diesen Punkt zu konzentrieren.
In meinem 5. Trainingstag habe ich dann mit meiner Paradedisziplin Overhead Press gestartet. Ich muss aber sagen, dass sich das Ganze heute schon deutlich besser und deutlich stabiler angefühlt hat. Ich konnte auch das Ganze um unfassbare 1,5 Kilo steigern. Nee, 2 Kilo sogar steigern im Verhältnis zur letzten Woche. Ich glaube, es hat so ein bisschen Klick gemacht und ich weiß jetzt so ein bisschen mehr, was ich machen muss. Aber ich muss natürlich noch deutlich mehr dran arbeiten. Danach ging es dann wieder an Sumo-Heben, pausiert. Ich versuche aber immer noch beim Aufwärmen das Ganze auch ohne Pause zu machen, bis zu einem gewissen Intensitätsbereich. Die Singles, die ich dann zum Aufwärmen mache, die mache ich dann nur noch pausiert, aber einfach, um nicht komplett aus der Bewegung rauszukommen. Ich habe dann auch ein paar schwerere Singles pausiert gehoben, ohne Gürtel. Einmal 125 Kilo und im Anschluss noch 132,5 Kilo. Da ist mir das Gewicht noch ein bisschen nach vorne entwischt, aber sobald es dann nach oben ging, war es eigentlich auch kein Problem und ich hebe jetzt deutlich effizienter, muss ich sagen, obwohl ich heute auch schon ziemlich kaputt war von der vorangegangenen Woche. Danach gab es dann noch pausiertes Heben ohne Gürtel, 6er Wiederholung mit 115 Kilo größtenteils, habe dann im letzten Satz nochmal auf 110 Kilo reduziert. Ein paar Zusatzübungen gab es auch noch, alles so ein bisschen gemischt über Flies, Pendley Rows, Farmers Walks und so weiter und so fort. Das war meine Trainingswoche. Immer, wie immer, vielen lieben Dank fürs Anschauen und macht's gut!